So, ich zeige euch mal ein kleines Video, wie ich das meine bezüglich Leinenführigkeit und Setzen des Fokus. Natürlich kann ich den Fokus negativ setzen und immer wieder das Leinenende gut üben. So, mein Fokus ist allerdings positiv. Langsam, Schnucki. Da riecht's gut, gell? Ich weiß. So, mein Fokus ist allerdings, ich möchte das Positive bejahen und nicht das Negative. So, deswegen, Schnucki. Prima. Wenn wir jetzt laufen. Ja, ich habe eine Kamera in der Hand. Okay. Dann belohne ich das, was ich letztlich möchte. Und weiter. Ups, sind wir Leinenwirbel. Prima. Auch verbal belohnen zwischendurch. Fein. Er hat sich das gerade selbst reguliert. Runter? Nein, runter, Schnucki. Super. So, wisst ihr, was ich meine? Döns hier. Prima. Super. Und weiter. Langsam. Ah, Ende. Fipsi? Super, Spatz, gut. Prima. Fein, klasse gemacht. Nein. Dann kriegst auch was. Langsam. Hast du es? Okay, Pfote. Nochmal. Super. Gut. Geh weiter. Langsam. Gut, super. Gut. Also ein leichter Zug auf der Leine hat es schon ein paar Mal gereicht. Dass er einfach stehen blieb, ist auch für mich völlig in Ordnung. Schmeckt's? Ja. Super lecker. Und langsam. Super, Schatz. Ende. Prima. So, wir nähern uns dem Auto. Und es fällt ihm dann meistens noch etwas ein Ticken schwerer. Super. Deswegen werde ich jetzt auch die Intervalle für die Belohnung erhöhen. Langsam. Gut. Also das heißt, viel öfters belohnen. Fein. Gut. Achtung, zur Seite. Gina. Langsam. Na, langsam. Moment, so. Mit einer freien Hand geht's dann doch viel besser, ne? Langsam. Danke. Okay. Titus. Super. Klasse, Spatz. Langsam. Super, gut. Super. Klasse.
Gut. Ja, klasse. Und da sind wir schon. Gut.